Ich darf Sie im Namen der Ökologisch-Demokratischen Partei recht herzlich willkommen heißen zu unserem Expertengespräch zum Thema Wohnungsnot. Wir haben zwei Fachleute, einmal Tobias Ruff als Fraktionsvorsitzender der ÖDP im Stadtrat von München und damit mehr oder weniger täglich konfrontiert mit der Thematik, weil München eine prosperierende Stadt ist und aus allen Nähten wächst. Er hat Forstwirtschaft studiert und ist als Gewässerökologe auch in Umweltthemen tätig. Jens Geibel kommt von der praktischen Seite des Wohnungsmarktes. Er ist als Tischlermeister und Holztechniker beschäftigt, Wohnraum zu schaffen, zu renovieren und dafür zu sorgen. Wenn wir weitergehen in der Agenda, dann möchte ich mit einem kurzen Impulsreferat beginnen. Danach stelle ich drei Fragen an die Fachleute und wir können hinterher miteinander über den Chat Fragen und Antworten bekommen. Als erstes möchte ich noch mal darauf hinweisen, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Ich bitte daher bis auf die Experten, alle Kameras auszumachen und ebenso die Mikrofone, damit es keine Rückkopplungen gibt. Wer Fragen in den Chat schreibt, der wird erwähnt, sodass hier auf den Datenschutz entsprechend eingegangen wird. Okay. Dann starten wir thematisch. Das Impulsreferat ist in sechs Teile gegliedert über den sozialen Wohnungsbau, die Probleme, die es insgesamt gibt. Was bedeutet Wohneigentum in der EU? Wie ist die Verteilung? Und da wird sich vielleicht der eine oder andere wundern. Dann im internationalen Vergleich. Und welche Lösungsansätze könnte es geben? Und zum Schluss noch eine kleine Zusammenfassung. Im Koalitionsvertrag wird von mindestens 100.000 neuen Sozialwohnungen pro Jahr geredet. Das Ziel ist weit verfehlt und auch in Bayern sieht es nicht gerade besonders gut aus. Da war heute Morgen ein Artikel in der Zeitung, dass die angepeilten 70.000 Wohnungen in Bayern bei weitem nicht erreicht werden. Die Frage ist aber, ist Wohnungsbau alles? Reale Zielwerte werden seit Jahren insgesamt verfehlt. Es fehlt an Millionen von Wohnungen fast, ja, also rund 700.000 wird gerechnet. Wenn man die Wohnungsgröße entsprechend den Realitäten betrachtet, dürfte der Anteil vielleicht sogar noch höher sein. Der soziale Wohnungsbau hat einen absoluten Rückgang. Man hatte vor in den 80er Jahren 4 Millionen und hat sich mittlerweile fast geviertelt. Also wir kommen immer weiter in eine soziale Schieflage. Das hat auf der einen Seite damit zu tun, dass die Rentabilität nicht mehr so hoch ist. Die liegt unter 5%, wenn man betrachtet, dass Wirtschaftsunternehmen wie die Autokonzerne mit einem Profit von ungefähr 10% rechnen. Dann sieht man, dass
der Wohnungsmarkt nicht mehr die Rendite abwirft. Das Mietnomadentum ist ein weiterer Punkt und nicht zu vernachlässigen die Bürokratie. Die Normung im Wohnungsbau hat dermaßen zugenommen, dass die Wohngestehungskosten ungefähr gedrittelt werden könnten, wenn die Auflagen entsprechend geringer wären. Heute geht man in einer Küche von 18 Steckdosen aus und jede Steckdose mit den Kabeln verlegen und so weiter kostet ordentlich Geld. Das soll nur mal so ein Beispiel dazu sein. In den Ballungszentren sinkt das Angebot an Wohnraum, beziehungsweise wird in den Luxusmarkt auch abgeschoben. Das hat Auswirkungen auf die Mietsituation. Die Preissteigerung von den Mieten geht einher mit dem Anstieg an den Bodenpreisen, die ähnlich stark steigen und damit einen signifikanten Zusammenhang mit der Mietsteigerung haben. Zusätzlich ist eben die Unsicherheit im Mietbereich auch gegeben, weil immer häufiger auch Eigenbedarf und so weiter angekündigt wird. Also hier haben wir ein Potpourri aus verschiedenen Punkten, die die Mietpreissituation ansteigen lässt und damit auch den bezahlten Wohnraum. Aber das Problem ist nicht flächendeckend dasselbe. Wir haben Regionen in Deutschland, wo es Wohnraum gäbe, dort will aber niemand hinziehen. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Ballungszentren, wo Wohnraum fehlt. Hinzu kommt Fehlbelegung und das Angebot an Arbeitsplätzen, das immer mit der Arbeitsplatzsituation korreliert. Familienplanung ist ein Thema. Kinder sind nicht mehr häufig im Mietraum erwünscht, wegen dem Lautsein. Manche Mieter klagen ja oder manche ja klagen ja, wenn ein Kindergarten in der Nachbarschaft gebaut wird und dergleichen mehr. Die Probleme, die sich aus dem Bau insgesamt ergeben, der Bau ist einer der größten Emittenten an Treibhausgasen, hier im Speziellen auch die Zementindustrie, die zusammen mit dem Wohnraum und dem umbauten Raum für 40% der globalen Treibhausgase verantwortlich sind. Insgesamt erkennt man am Wohnungsmarkt auch die soziale Schere. Wenn immer weniger Menschen sich einen adäquaten Wohnraum leisten können und man dann, wie auch auf dem Land es durchaus passiert, dass es durchaus einiges an Leerstand gibt, weil die Eigentümer eben nicht mehr vermieten wollen, weil sie schlechte Erfahrungen haben und dergleichen mehr. Wie sieht es denn insgesamt aus? Ja, es heißt ja immer in Deutschland, vor allem im Schwabenland, das wäre das Land der Häuslebauer.
im international oder im EU-Vergleich stimmt es einfach nicht. Die Wohneigentumsquote ist bei weitem nicht so hoch, wie sie gedacht wird. In Spanien, Italien liegen sie deutlich höher als in Deutschland. In Deutschland besitzt nicht einmal jeder Zweite eine eigene Wohnimmobilie. Auch das kann ein Problem sein, auf das es einzugehen gilt. Im internationalen Vergleich liegen wir aber im Verhältnis zum Wohnraum, also zur Wohnfläche, mit vorne dran. Die USA liegen deutlich vor uns, aber dort, wo die Menschen Eigentum besitzen, ist der durchschnittliche Wohnraum deutlich kleiner, mit 33 Quadratmeter in Spanien und Frankreich zu 45 Quadratmeter in Deutschland. Mitte der 60er Jahre lag der Wohnraum pro Person in Deutschland noch bei ca. 25 Quadratmeter. Also das Anspruchdenken an Wohnraum hat sich in Deutschland auch deutlich erhöht. Wir haben vorhin die Treibhausgasproblematik angesprochen, welche sich aus dem Bau ergeben. Und hier gibt es die Lösung eben in Bezug auf die Rohstoffverwendung. Hierzu kann Jens Geibel uns nachher einiges erzählen, denn das ist genau sein Thema. Er hat im Bereich Hanf und Ziegel extrem langjährige und gute Erfahrungen gemacht. Und im Bereich der Genehmigungen gibt es Überschneidungen zwischen Jens Geibel und Tobias Ruff. Jens Geibel kennt die Problematik mit den Genehmigungen und Tobias Ruff kennt die Probleme aus der von der Verwaltungsseite her. Und dann stellt sich eben auch schon die Frage, wären hier eventuell gezielte Förderungen möglich? Und dann, was kann man gegen die Problematik des Siedlungsdrucks in den Ballungsräumen tun? Ja, der Speckgürtel um München wächst immer weiter und wächst auch zu. Und wenn hier immer gerne von versiegelter Fläche gesprochen wird, die der Landwirtschaft fehlt, um mal einen kurzen Schwenker zu machen. Seit 1980 wurde allein in Bayern, seit 1980 gingen in Bayern rund 5000 Quadratkilometer landwirtschaftliche Fläche verloren. 5000 Quadratkilometer ist ungefähr die siebenfache Fläche der Stadt München. Damit man auch mal hier so ein Gefühl bekommt, wo überall Probleme entstehen und welche Auswirkungen der Siedlungsdruck mit allen Infrastrukturmaßnahmen eben auch hat. Auch die Thematik der Zweitwohnung oder der Ferienimmobilie ist nicht zu unterschätzen. Davon kann die Region, wo ich wohne, in Lietzingen, das Allgäu. Hier werden immer häufiger Ferienwohnungen verboten, neue sowieso. Aber es stellt ein Problem dar, wenn eben in manchen Zeiten ganze Wohnblocks, die Rollladen unten sind und manche Ecken gar nicht mehr richtig bewohnt werden. Wie kann der Staat der ganzen Geschichte beikommen? Sind Enteignung eine Möglichkeit?
Ist der Mietpreisdeckel eine Möglichkeit? Wie kann man das Ganze rekommunalisieren? In Bayern wurden ja sehr viele Wohnungen verkauft vom Land oder vom Freistaat. Und hinterher hat man wieder eine neue Wohnbaugesellschaft aufgebaut. Eine Problematik, die es vermutlich in anderen Ländern auch gibt. Was kann man an Kombilösungen anbieten? Ich denke, hier gibt es interessante Fragestellungen, die es zu beachten gibt. Bürokratieabbau haben wir schon angesprochen. Was kann der Staat tun gegen das Mietnomadentum? Wie kann hier ein vernünftiger Ausgleich zwischen Mieter und Vermieter geschaffen werden? Sind serielles Bauen eine Möglichkeit, wobei prinzipiell die Problematik durch immer mehr Flächenversiegelung auf eine andere Problematik wieder hinweist, und zwar der Verlust, von Boden? Wie kann Leerstand insgesamt besser genutzt werden, wenn ältere Menschen eine große Wohnung besitzen, die Kinder sind aus dem Haus und es leben nur noch zwei Menschen auf 150, 180 oder mehr Quadratmetern? Welche Lösungen kann man hier diesen Menschen anbieten, ohne gleich zu enteignen, aber beiden Seiten eine sozialverträgliche Wohnung insgesamt anbieten? Was gibt es an Lösungen für Quartierkonzepte? Also viele interessante Ansätze, die es gibt, zu betrachten. Insgesamt gilt es, die Emissionen zu reduzieren, ja, aber nicht jede Sanierung, wärmeschutztechnisch, muss für die Umwelt ein Gewinn sein, wenn entsprechend keine guten Materialien verwendet werden. Die Kommission und die Mitgliedstaaten wollen wir auffordern, mehr im sozialen, öffentlichen und energieeffizienten, angemessenen und bezahlbaren Wohnraum zu investieren. Das würde vermutlich auch fast jede Partei unterschreiben. Wir haben aber bei uns den baubiologischen und den Umweltaspekt noch mit in Betracht. Und die schutzbedürftigen Gruppen haben natürlich nochmals ein besonderes Problem. Sei es Menschen mit Einschränkungen, sei es sozial Schwache, sei es mit den Geflüchteten und Asylbewerbern. Wir haben hier einen enormen Druck von außerhalb auf den Wohnungsmarkt, den man insgesamt mit im Blick halten muss. Es gibt viel zu tun im Wohnungsbereich. Die deutsche Politik ist gefordert. Das EU-Parlament ist genauso gefordert, denn die Freizügigkeit der Arbeitsverhältnisse in der EU ermöglichen eine hohe Beweglichkeit der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Dem muss Gerechtigkeit geschaffen werden, sodass die Menschen am Arbeitsplatz auch entsprechend wohnen können. Ziel muss es insgesamt sein, nachhaltig das Wohnungsproblem in den Griff zu bekommen, ohne das Ganze überzuregulieren.
Denn bei Überregulierung werden wir wieder in alte Fehler hineinrutschen. Und wir sollten ja schließlich aus gemachten Fehlern lernen. Das wäre jetzt mal ein ganz schneller Durchlauf durch die Problematik, die der Wohnungsmarkt so hat. Ich würde jetzt abweichend vom Plan vielleicht euch beide zu einem kurzen Statement ermuntern, wie ihr den Wohnungsmarkt so einschätzt, weil es waren doch jetzt sehr viele Informationen für die Teilnehmenden und eine kurze Statement von euch und dann kommen wir zu den konkreten Fragen. Wenn wir im Alphabet nachgehen, würde ich als erstes dem Jens Geibel das Wort geben. Ja, guten Abend zusammen. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Und ja, ich versuche, möglichst gut Rede und Antwort zu stehen. Ja, die Einschätzung zum Wohnungsmarkt. Also ich lebe ja bekanntlich im Raum Leverkusen, beziehungsweise in Leverkusen im Großraum Köln, also im absoluten Ballungsgebiet. Und bei uns ist eigentlich das gleiche Problem wie überall in den Zentren, dass wir hier auch keinerlei, also es gibt eigentlich keine Wohnung mehr. Also wer eine Wohnung sucht, das geht über 1,5 bis 2 Jahre. Alles, was, ich sag mal, größer als oder für größere Familien gedacht wäre, also 4 Zimmerwohnungen, Küche, Diele, Bad, ist eigentlich vom Markt verschwunden oder unbezahlbar. Also hier werden mittlerweile Preise aufgerufen für 100 Quadratmeter um die 2000 Euro kalt. Das ist, für viele Familien nicht mehr leistbar. Ja, wie schätze ich den Wohnungsmarkt ein oder wie kann man da entgegensteuern? Das Problem ist, glaube ich, ist ein bisschen in den letzten 20 Jahren zu sehen oder vielleicht sind es sogar schon 30, dass natürlich die Kommunen ihre Werte versilbert haben und daraus natürlich solche Großkonzerne entstanden sind, wie Vonovia, wollte ich sagen. Vonovia etc., die bei uns zum Beispiel unglaublich viele Wohnungen im Besitz haben und die vermieten zwar noch für relativ kleines Geld, sind aber leider auch im Zustand dementsprechend schlecht. Also da ist sehr häufig die Diskussion über Schimmelbefall, weil die Wohnungen einfach nicht gepflegt werden, weil viele Dinge einfach im Argen liegen. Ich bin der Meinung, dass das einer der größten Fehler war, dass die Wohnungen aus dem Bestand der Städte rausgegeben worden sind, weil dadurch einfach die Kontrolle an Investoren oder Wirtschaftsunternehmen gegeben wurden. Und ich denke, auf den Punkt werden wir jetzt im Laufe der Diskussion auch eingehen müssen, um vielleicht auch Lösungen zu erarbeiten, die oder Lösungen zu präsentieren, die wir ja durchaus haben. Es wird sich, wenn es so weiterlaufen soll, politisch überhaupt nichts ändern. Das haben wir am Koalitionsvertrag gesehen. Es ist geschrieben worden, der ist das Papier nicht wert in diesem Fall, weil einfach nichts passiert, weil es wird sich auf Investoren verlassen und es ist mit Sicherheit nicht im Sinne eines Investors, Gewinne zu minimieren. Investoren wollen Gewinne maximieren und da ist der soziale Wohnungsbau mit Sicherheit völlig uninteressant in der derzeitigen Form. Vielen Dank, Jens. Tobias, aus deiner Ja. Sicht als Stadtrat. Ja, ganz viel kann ich mich natürlich anschließen. Guten Abend erstmal an die Runde. Was jetzt im Vortrag gezeigt wurde oder auch jetzt im Statement von Jens. Ich möchte noch eines anfügen, einen Aspekt, und zwar nehme ich in München immer mehr eine soziale Spaltung wahr. Wir haben ja in München einen Ballungsraum, wo der Wohnungsmarkt schon seit Jahren heiß gelaufen ist. Und wir haben natürlich eine große Bevölkerungsgruppe, die alles zahlen kann. Hightech-Unternehmen sind da, ob das jetzt Google ist, Microsoft, Apple, BMW, Siemens und so weiter. Und die haben natürlich eine Managerkaste, die alles am Markt bezahlen kann. Und auf der anderen Seite, am anderen Ende, haben wir Menschen, die im Wohnungsmarkt eine Nummer haben, einen Berechtigungsschein haben,
die zwar nicht gleich was bekommen, aber die zumindest in München bleiben und untergebracht werden in Heimen und vielleicht nach einiger Zeit das Glück haben, auf eine Sozialwohnung zu kommen. Aber dazwischen, zwischen diesen beiden Bereichen, versuchen Menschen in München zu bleiben oder unterzukommen, die auf ihre eigene Leistungsfähigkeit angewiesen sind und die reicht bei weitem nicht aus. Und deswegen haben wir eine Stadtflucht, gerade bei Familien, eine Stadtflucht von Menschen, die eigentlich ganz gut ausgebildet sind, die im Arbeitsmarkt integriert sind, Leistungsträger, aber auch Menschen, die die Gesellschaft tragen, die engagiert sind, die verwurzelt sind mit ihrer Familie, in Vereinen sich betätigen, politisch betätigen und die Menschen gehen raus. Und das führt zu einer Lücke in der Mitte der Gesellschaft. Also zu einerseits einer Gesellschaft von Bedürftigen, die ja schon dafür sorgen, dass die Haushaltslage angespannt sind und auf der anderen Seite ein Teil der Menschen, die extrem gut verdient, oft Single Haushalte darstellen, Individualisten sind und alles bezahlen. Und das, glaube ich, tut unserer Gesellschaft auch überhaupt nicht gut, dieser soziale Aspekt auf dem Wohnungsmarkt. Wie kann jetzt da die Politik konkret Einhalt gebieten oder für Ausgleich schaffen? Das geht an mich, die Frage, denke ich. Ich kann nicht für ganz Deutschland sprechen, erst recht nicht für die ganze EU, aber ich spreche mal für diese Regionen, die so unglaublichen Boom hinlegen, also so ein Wahnsinnsreichtum anhäufen. Und da stellen wir häufig fest, dass wir ein Ungleichgewicht haben zwischen dem Angebot an Arbeitsplätzen, und zwar gut bezahlten Arbeitsplätzen und Wohnungen. Wir haben zum Beispiel in München täglich 400.000 Einpendler bei einer Stadt mit rund 1,6 Millionen Einwohnern, 400.000 Menschen, die täglich nach München reinkommen, um dort zu arbeiten, ihr Geld zu verdienen. Diese Menschen lassen sehr, sehr viel Zeit auf der Straße, auf der Schiene und auch sehr, sehr viel Geld. Und diese Menschen würden zu einem gewissen Anteil auch gerne in München wohnen. Es klappt aber nicht. Die Wohnungen fehlen. Jetzt erweitert man die Stadt Zug um Zug, schafft neue Viertel. Richtig große Entlastungsstädte werden das zum Teil. Aber wir stellen fest, dass in diesen neuen Vierteln wieder ein Ungleichgewicht besteht. Man schafft wieder Büroarbeitsplätze, weil man damit Geld verdienen kann, als Investor, weil man auch die Infrastruktur, die natürlich auch geschaffen werden muss, sei es die soziale Infrastruktur, Kindergartenplätze, Schulen, sei es die Verkehrsinfrastruktur mit öffentlichem Nahverkehr, Straßen oder auch die Versorgung, Entsorgungsinfrastruktur. Das muss alles bezahlt werden. Folglich schafft man in neuen Vierteln wieder Arbeitsplätze, um Gewerbesteuereinnahmen zu haben. Und man zementiert dann das Ungleichgewicht von Arbeitsplätzen zu Wohnungen. In einem der nächsten großen Stadtviertel werden zum Beispiel wird Wohnraum für 30.000 Menschen geschaffen und gleichzeitig Arbeitsplätze für 10.000 Menschen. Das schreibt genau dieses Missverhältnis vor. Man bringt zwar 30.000 Menschen unter, entlastet aber netto die Stadt nicht. Man vergrößert sie nur. Man ist da einem Irrglauben aufgesessen, dass das Wachstum uns irgendwann aus dieser Spirale herausbringt, dass es uns nützt. Ich denke da aber an große Städte wie Paris, London, New York. Sie sind nicht sozial gerechter, sie sind nicht lebenswerter und sie sind vor allen Dingen nicht günstiger. Und der Lebensstandard für jemanden, der ganz normal zur Arbeit geht, ist in diesen Megastädten in der Regel schlechter, als wir es in einer mitteleuropäischen Stadt haben, die vielleicht kein Wachstum aufweist oder ein geringes Wachstum aufweist. Folglich, wir müssen anders denken. Wir müssen das Wachstum in diesen Metropolregionen eher zurückfahren und wir müssen in der Fläche denken. Wir müssen in der Fläche denken und vor allen Dingen europäisch denken. Danke, es gäbe jetzt natürlich noch einiges an möglichen Nachfragen. Wie
wie soll zum Beispiel sich die Krankenschwester oder der einfache Polizist in München oder in diesen Metropolstädten überhaupt noch Wohnraum leisten? Das ist ja ein Problem. Und parallel, ein anderes Thema, konzentrieren sich in Zukunft genau dort die Kliniken, weil die ja nach dem Klinikgesetz von Lauterbach sich immer mehr spezialisieren müssen und somit auf Großstädte angewiesen sein werden. Aber das nur so am Rande. Die Geschichte mit dem Lebensraum, lebenswertem Wohnraum betrifft ja auch die Umgebung. Wie sieht das denn konkret in München aus? München gilt als eine der meist versiegelten Städte in Deutschland. Hier ist ja der Wohnraum praktisch der große Konkurrent zur Grünfläche. Und auch die Grünfläche trägt ja zum lebenswerten Wohnen bei. Und München zählt ja zu den lebenswertesten Städten in Deutschland. Wie siehst du das als Stadtrat, dieses Dilemma zwischen grüner Wiese und den Wohnblocks auf der anderen Seite? Du bist gemutet. Okay, danke. Wenn wir in München wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen würden, neue Wohnungen zu schaffen, würden wir vielleicht noch, je nachdem, wie man es rechnet und wie stark man es ausreizt, nochmal vielleicht 70.000 Menschen unterbringen. Bei 400.000 Einpendlern wissen wir, dass das keine Entlastung sein wird. Wir werden also das Problem nicht über Bauen lösen. Wir werden dabei nur die Lebensqualität verringern. Wir haben deswegen ein Bürgerbegehren angestoßen und auch es durchgesetzt, dass Grünflächen in München tabu sind. Also wir haben uns eindeutig pro Lebensqualität positioniert, in dem Wissen, dass mit Bauen allein das andere große Problem, nämlich dass Menschen bezahlbaren Wohnraum haben, nicht zu lösen ist. Wir schlagen eben vor, dass man eine andere Wirtschaftspolitik macht, eine andere Regionalpolitik. Für mich müssen da im Zentrum vor allen Dingen die öffentlichen Einrichtungen stehen. Die müssen nicht in der Metropolregion sein. Die können auch in Mittel- und Kleinstädten sein, dort, wo man vielleicht strukturschwach ist. Vor allen Dingen aber stehen für mich auch die Bildungseinrichtungen und die Universitäten im Mittelpunkt. Wenn wir weiter in Richtung Exzellenzuniversitäten gehen, also das Wissen konzentrieren in möglichst leistungsfähigen und großen Universitäten, dann kann man das machen. Aber das bedeutet nicht, dass diese Lehrstühle alle in dieser Metropolregion zu liegen kommen. Weil die jungen Menschen, die kommen zusammen zu studieren, die sind gefragt wie nie auf dem Arbeitsplatz. Und in der Phase finden sie ihren Job, in der Phase finden sie ihre Lebenspartner und in der Phase werden sie oft sesshaft. Und wir wissen, dass es sehr häufig ein unglaublich gutes Modell war, in Kleinstädten oder in Mittelstädten Bildungseinrichtungen zu positionieren. Also einen Campus von einer großen Universität raus zu verlagern. Und warum nicht europäisch denken? Warum muss eine Universität wie die TU München einen neuen Lehrstuhl zur Weltraumtechnik und Raumfahrt in München positionieren? Warum gehe ich da nicht nach Nordbayern, nach Ostdeutschland oder ich denke gleich europäisch und gehe nach Bukarest? Dort habe ich unter Umständen als Student sogar wesentlich günstigere Lebensbedingungen und unter Umständen, wenn ich das richtig aufziehe, schaffe ich dort Wachstum oder ich bremse zumindest den Niedergang dieser peripheren Regionen. Aber das widerspricht ja praktisch unserem Grundwirtschaftssystem. Einer wird gewinnen. Ja, es geht ja nur noch, wer steht vorne, wer ist Spitze. Es geht ja eher um Konkurrenzkampf als um ein Miteinander. Ja, dann denken wir europäisch. Einer wird gewinnen.
Ist es ein Europa, das sozial denkt, an Gemeinwohlökonomie denkt, an gleichen Lebensverhältnissen europaweit, an hoher Lebensqualität? Oder ist es China mit einem totalitären Regime oder die USA mit dem Neoliberalismus? Und da müssen wir ein Modell dagegen setzen und europäisch denken. Dann zum Abschluss, wie stellst du dir realistisch ein München 2035 vor? 2035 ist in München so eine symbolische Zahl. Ich glaube, du hast sie ganz bewusst gewählt. Da geht es auch um Klimaschutz, um CO2-Neutralität. München hat beschlossen, 2035 CO2-neutral zu sein. Und das bedeutet einerseits, dass wir die Energieversorgung, die wir haben, CO2-neutral umstellen müssen. Das ist ein gigantischer Kraftakt. Vor allen Dingen kann man in München auf Tiefengeothermie setzen. Wir haben ein unglaubliches Reservoir, das wir nutzen können, günstigste Energie haben. Aber man muss es in die Fläche bringen. Und vor allen Dingen müssen wir sparsamer mit Energie umgehen. Das heißt, wir müssen den Wohnungsbestand sanieren. Und das binnen 10 Jahren ist eine Herkulesaufgabe, die kaum zu leisten sein wird, wo aber der Jens als Fachmann wahrscheinlich noch die besseren Antworten hat dazu. Das war jetzt eine optimale Überleitung. Danke. Ja, wie ist es aus deiner Sicht, Jens, mit der Renovierung, mit der Modernisierung vom Wohnraum so in Deutschland bestellt, vor allem auch dahingehend die Emissionen, die durch die neuen Dämmstoffe ja auch entstehen. Es ist ja nicht so, dass diese Dämmstoffe zum Beispiel klimaneutral sind oder und so weiter. Wir kennen ja den Fackeln Tower aus London sehr gut und das kann ja nicht die Zukunft sein. Naja, also wer mich kennt, weiß, dass ich da sowieso ein, kein sonderlicher Freund der modernen Dämmtechnik bin. Den Tower in London, das Wohnhaus in London, das habe ich nicht live gesehen, aber ich habe in Prenzlau mal live eine Fabrikhalle brennen sehen, die mit Thermopanelen behangen war, nennen wir es mal so. Und was da an schwarzem Rauch entstand, ich glaube, das kann man von den Emissionen ungefähr dafür nutzen, 20 Jahre lang 400 Hektar Hanf abzuernten. Also das kommt wahrscheinlich aufs Gleiche raus, was da in ein paar Stunden in die Luft gegangen ist. Was ist jetzt das Problem? Also das Problem ist letztlich, dass grundsätzlich vergessen wird, dass kein Dämmstoff vom Himmel fällt. Und wenn man sich die künstlichen oder die synthetischen Dämmstoffe anschaut und man eine wirkliche Bilanz aufstellt, wird man feststellen, dass man tatsächlich, wenn man jetzt über die reine Klimagas, also CO2-Emissionen geht, wird man feststellen, dass man so viel CO2 mit einer Heizung am Haus gar nicht einsparen kann, wie schon verblasen wird, wenn man diese Produkte herstellt. Das mag bei dem einen oder anderen Dämmstoff ein bisschen weniger sein, bei dem anderen ist etwas mehr. Aber in der Regel ist es schon so, dass diese Dämmstoffe in der Produktion schon deutlich, deutlich CO2 emissieren. Also gerade Glaswolle, die über sehr hohe thermische Prozesse hergestellt wird, da ist es natürlich ganz extrem. Styropor, Styrodur sind alles Ölprodukte. Also da brauchen wir über die fossilen Brennstoffe eigentlich auch nicht diskutieren. Was mir immer ein großes Anliegen ist, und der Helmut hat es ja vorhin schon angedeutet, ich bin Mitbegründer der Hanffaser Uckermark, damals 1996 beziehungsweise später 2013 zur Genossenschaft und habe mich mit meinem Berufsleben praktisch auch sehr den nachwachsenden Rohstoffen verschrieben. Und wir bauen mittlerweile zu rund 600 Hektar Hanf in der Uckermark an. Wir erweitern gerade das Genossenschaftsbild. Also es kommen jetzt gerade 2 Genossenschaften dazu. Aber was ist jetzt der spezielle Vorteil dieser Produkte? Im Grunde genommen muss man sich, also oder in aller Munde ist ja auch, wenn man Holz verwendet, ist ja immer die CO2-Bindung. Jetzt wissen wir aber alle, Bäume wachsen langsam.
einige was schneller, wie eine Pappel zum Beispiel, aber eine Eiche braucht unheimlich lange. Und bis man die wirklich verarbeiten kann, sind schon einige Jahre ins Land gegangen. Es gibt Firmen, die propagieren den Vollholzbau. Da bin ich ein sehr großer Feind von, weil das für mich Ressourcenverschwendung ist. Aber es gibt natürlich wunderbare Stoffe, die man zum Beispiel im nicht konstruktiven Bereich, also gerade für das Dämmen der Wände einsetzen kann. Und da sind Hanf, Stroh, Seegras, teilweise regional sehr gute Produkte. Also Seegras natürlich an der ganzen Küstenlinie entlang, speziell an der Ostsee, wird auch tatsächlich geerntet, wird genutzt. Und das sind alles Dämmstoffe, wie zum Beispiel der Hanf, die jährlich nachwachsen. Stroh ist mittlerweile häufig ein Abfallprodukt, ja, und es gibt den Fachverband Strohballenbau, also da wird sich überall mit beschäftigt. Und diese Dämmstoffe haben alle einen riesen Vorteil. Sie produzieren keine Energieaufwendung in dem Sinne. Natürlich müssen die gesät werden, die müssen geerntet werden. Das ist Landwirtschaft pur. Aber zum Beispiel Hanf bindet unglaublich viel CO2. Ja, beziehungsweise kann auch sehr, sehr viel CO2 aufnehmen und wieder zu Sauerstoff umwandeln, und Hanf regeneriert Böden. Also für mich ist einfach überhaupt nicht verständlich, warum, oder eigentlich weiß ich es warum, aber es ist für mich nicht verständlich, warum die Politik da nicht viel stärker eingreift und sagt, dass nachwachsende Rohstoffe deutlich gefördert werden. Denn eins ist sicher, die nachwachsenden Rohstoffe produzieren nicht ein Mehr an CO2, sondern sie sparen ein. Das ist bei Holz so, das ist bei Hanf so, das ist bei Kalk so. Ja, selbst Kalk, der ja gebrannt wird, also mit einem hohen Energieeintrag im Grunde genommen verarbeitbar gemacht wird, selbst Kalk bindet in seiner Nutzungsphase deutlich mehr CO2 aus der Raumluft oder aus der Luft überhaupt, als er zum Beispiel, um verarbeitbar gemacht zu werden, emissiert. Also Kalk wird ja gebrannt, den Begriff kennt fast jeder. Aber diese Emissionen da, die dort entstehen, sind geringfügig gegen das, was Kalk halt leisten kann. Also mir wäre es sehr, sehr lieb, wenn einfach mal die Politik, und ich sehe das als unsere Aufgabe auch, da mal anfängt umzudenken, dass man ganz andere Möglichkeiten hat über natürliche Ressourcen, also über nachwachsende Ressourcen. Also wäre das Heizungsgesetz eines Habeck nicht auf die Wärmepumpen ausgelegt, sondern auf nachwachsende Dämmung. Und die alten Häuser würden eher erhalten werden als abgerissen werden. Also das Heizungsgesetz, da du es jetzt speziell ansprichst, das Heizungsgesetz von Habeck ist für mich ein absoluter Schnellschuss, weil man etwas tun musste. Man musste ja zeigen, dass man als Regierung das Thema ernst nimmt. Das Heizungsgesetz von Habeck ist in meinen Augen eine völlige Lachnummer, weil erstens mal die Emissionen von Einfamilienhäusern sind relativ gering. Ja, es ist ein völliger Schnellschuss. Man muss eigentlich ein Konzept erarbeiten oder ein Konzept in den Markt bringen, dass man eher darauf baut, ältere Gebäude, überhaupt die Gebäude mit Solarthermie und Photovoltaik auszustatten. Denn eins muss auch klar sein, die Heizperioden in Deutschland sind meistens, das mag jetzt im Süden anders sein, also es ist immer ein bisschen anders, aber regional gesehen, aber die Heizperiode ist eigentlich von Mitte Oktober bis Mitte März, ja, vielleicht noch in den April rein, das ist regional unterschiedlich. Was aber das ganze Jahr gemacht wird, es wird das ganze Jahr Warmwasser produziert. Und wenn man sich jetzt mal große Wohnimmobilien anschaut, wie zum Beispiel Mehrfamilienhäuser und so weiter, da gibt es sehr, sehr viele Häuser, die werden mit Heißwasser versorgt, also das ganze Jahr dann halt. Und die haben eine sogenannte Zirkulation. Das heißt, man dreht den Wasserhahn auf und ganz kurzfristig danach kommt das warme Wasser. Und dieses warme Wasser wird ständig aufbereitet, um immer warm zu sein, immer da zu sein und immer zur Verfügung zu stehen. Und dafür läuft der Brenner, meist auf fossiler Basis. Und da muss man eigentlich eingreifen und sagen, das Heizungsgesetz hätte man dafür nutzen können, zum Beispiel solche Gebäude, die meistens große Dachflächen haben, die auch nicht belegt sind, also nicht benutzt sind, dass man die zum Beispiel nutzt, um da Solarthermie draufzubringen, um das Warmwasser über Sonneneinstrahlung schon vorzuwärmen, dass man viel weniger Brennenergie braucht.
Ja, also für mich ist diese Umrüstung auf Wärmepumpe mal wieder das, was ganz häufig ist. Das ist Lobbyismus für die Hersteller. Ja, die Wärmepumpe muss an den Markt, die Wärmepumpe muss gefördert werden, die Wirtschaft muss gefördert werden in dem Bereich. Und das ist einer der Wege. Es gibt eigentlich viel einfachere Wege, viel effektivere Wege und vor allem viel verständlichere Wege, die man den Leuten auch viel besser rüberbringen kann. Aber bei beiden Punkten sind wir ja bei einem ganz anderen Problem, das Problem des Handwerkermangels. Das eine lange Geschichte in Deutschland hat, durch die Bevorzugung der akademischen Berufe, durch die Besserstellung der akademischen Berufe, wie auch vom gesellschaftlichen her. Ja, wo der Akademiker einfach per se besser dasteht als der Handwerker. Zumindest war es in der Vergangenheit so. Gibt es hier einen Wandel oder kann man das nach wie vor verfolgen, dass die Jugendlichen und jungen Menschen nach wie vor eher den Akademikerstatus erzielen wollen als den Handwerkerstatus? Ja, das Thema zieht sich natürlich durch alle Branchen durch. Also wir haben Facharbeitermangel, das ist auch völlig egal, in welcher Branche. Aber wir haben natürlich im Handwerk einen eklatanten Mangel an Auszubildenden. Und da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits das des Unternehmers, und weil ich muss Löhne zahlen. Und natürlich andersrum das des Handwerkers, der natürlich auch seinen Beruf durchaus liebt. Und natürlich auch den Niedergang des Handwerks sieht. Also ich glaube, man muss einfach anfangen, das Handwerk der akademischen Ausbildung gleichzustellen. Das fängt schon damit an, dass natürlich ein Student kann BAföG beantragen, ein Lehrling bekommt ein kleines Gehalt und die Betonung liegt auf klein. Und gerade im Handwerk ist es natürlich so, die Gehälter für oder die Lehrvergütung ist wirklich gering. Und ich frage mich, und das habe ich mich schon gefragt, als ich in der Lehre war. Also ich habe 1988 im ersten Lehrjahr 435 Mark verdient. Und meine damalige Freundin, die hat eine Bankausbildung gemacht, die hat schon über 1100 bekommen. Da habe ich mich immer gefragt, wo da die Relation ist. Und ich glaube, dass da eine großen Diskrepanzen drin ist, dass immer noch der Glaube vorherrscht, dass man im Handwerk kein Geld verdient. Man verdient im Handwerk Geld, aber man muss natürlich auch ziemlich heftig dafür arbeiten, man wird auch dreckig. Und dass man das schon anfängt in der Ausbildung anzugleichen, dass man einfach, ja, ich sag mal, auch honoriert, dass jemand diesen Beruf machen möchte. Und das ist ein eklatanter Fehler, den die Handwerksverbände gemacht haben, die Handwerkskammern über viele, viele Jahre. Man hat sich oft einfach darauf ausgeruht, dass ja immer genug also Auszubildende und Lehrlinge nachkamen. Und man hat da so ein bisschen den Anschluss verpasst, da mal wirklich wieder in die Jugendarbeit zu gehen. Das ist etwas, was ich mittlerweile mache. Also ich bin öfters an Schulen, ich halte ja auch Workshops für Jugendliche im Handwerk und versuche ja darüber das Interesse der Jugendlichen zu wecken. Aber ich glaube, der ganz große Knackpunkt ist tatsächlich die Wertigkeit. Warum verdient ein Handwerksauszubildender so viel weniger als ein Banker? Und warum kann man kein BAföG beantragen oder keine Beihilfe, nennen wir es mal Beihilfe, beantragen? Ja, um halt dann auch an die Lehrstelle zu kommen, um da wohnen zu können und so weiter. Das ist ja alles nicht möglich. Und da sind wir wieder beim Thema Wohnraum. Von einem kleinen Lehrlingsgehalt, zum Beispiel als Tischler, kann man keine Wohnung bezahlen. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Ja. Und was natürlich ein Riesenthema ist, und das müssen sich auch unsere pädagogischen Stellen in der Republik mal anhören. Es zählt nur noch das Abitur, es zählt nur noch ein Studium und alles, was darunter ist, ist minderwertig. Das ist meine Erfahrung aus vielen, vielen Jahren Schulbegleitung, auch von Jugendlichen, auch von Lehrlingen. Da muss ein ganz großes Umdenken in den Schulen stattfinden, ja, dass nicht nur das Abitur zählt. Erstens mal, nicht jedes Kind ist für Abitur geeignet, nicht jeder ist für ein Studium geeignet, und das zu suggerieren,
ist in meinen Augen völlig falsch. Es ist absolut ehrenhaft, eine Ausbildung zu machen und absolut ehrenhaft, auch im Handwerk zu arbeiten, sich dreckig zu machen. Und das ist natürlich jetzt so mein persönlicher Blick. Es ist einfach nur toll, wenn man mit den Händen was geschaffen hat, was man hinterher anfassen kann und was funktioniert. Und man hat so viele Möglichkeiten der Weiterbildung und der weiteren Karriere, dass man einfach schon im schulischen Bereich ganz anders darauf eingehen muss, was Handwerk eigentlich wirklich ist und was Handwerk vor allem kann. Wäre in dem Zusammenhang nicht ein Aspekt, die zu uns geflüchteten Menschen, die ja in erster Linie auch junge Menschen sind, viel mehr an das Handwerk heranzuführen, anstatt sie auf der Straße unnütz rumgammeln zu lassen, wobei das Rumgammeln daher kommt, dass sie eben nicht arbeiten dürfen. Wäre es eine Möglichkeit, die jungen Menschen an das Handwerk heranzuführen, weil sie damit ja auch leichter zu integrieren wären anhand von Sprache? Es ist ja nachgewiesen, dass bei der Arbeit die Sprache am schnellsten gelernt wird. Also da kann man jetzt auch einen Exkurs in die 80er Jahre bringen. Ich versuche mich einfach mal ein bisschen kurz zu halten, weil ich glaube, sonst sprenge ich hier die Veranstaltung. Es gab in den 80er, 90er Jahren ganz noch Jugendzentren, gerade in den Ballungsgebieten. Und die sind alle geschlossen worden, weil Jugendliche, ne, das war ja alles egal und das läuft schon irgendwie. Und im Grunde müsste man heute Jugendzentren aufmachen, die wieder genau wie früher den Handwerksbereich abdecken, die den Freizeitbereich abdecken, die Jugendlichen, und es ist jetzt völlig egal, ob Flüchtlinge oder Einheimische, ja, die vielleicht nichts zu tun haben, nicht auf der Straße rumlungern, sondern eine Anlaufstelle haben. Und da wird man sozialisiert, da findet man einen breiteren Blick und da findet man einfach auch Freunde. Und dann findet man auch eine Lebensidee. Und wenn die Lebensidee dann da gefördert wird und Richtung Handwerk geht, es gibt so viele Betriebe, ja, die ausbilden wollen und die vor allem auch gerne jugendliche Ausländer aufnehmen würden als Auszubildende. Aber der Fisch fängt am Kopf zu stinken an. Es muss einfach wieder eine Sozialarbeit geleistet werden vom Staat. Und dann kann man das auch steuern, dass sie Jugendlichen nicht auf der Straße rumhängen, sondern ihre Interessen kennenlernen, ihre Fähigkeiten kennenlernen und damit erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden. Danke, ich werde dann gleich überleiten nochmal zu einer Frage von an Tobias, würde aber die Gäste gerne einladen, Fragen in den Chat zu schreiben, die sie an den einzelnen Experten haben, am besten gleich mit Namensnennung, an wen die Frage gehen soll. Jetzt nochmal an dich, Tobias. Wenn du das jetzt hörst, vom Handwerk her, mit den Akademikern und den Problemen der Jugendlichen, wie sieht das in München aus? Gäbe es da Möglichkeiten, handwerklich orientierte Jugendclubs zu eröffnen, wäre das eine Möglichkeit, um hier Abhilfe schaffen zu können? Also aus München hat sich das Handwerk, das klassische Handwerk, wie man es vielleicht aus Meister-Eder-Serie noch kennt, im Hinterhof eine Schreinerei, eine Metallverarbeitung, eine Wäscherei und sowas weitgehend verabschiedet. Sie sind der Konkurrenz unterlegen, einerseits dem Gewerbe, das andere Mieten zahlen kann, der Gentrifizierung von ganzen Stadtteilen, wo man das Handwerk rausgedrängt hat, und auf dem Arbeitsmarkt sind sie unterlegen den DAX-Unternehmen, die einfach andere Löhne zahlen und auch eine ganz andere Fürsorge leisten können für Jugendliche als ein einfacher Handwerker mit seinem kleinen Betrieb. Und insofern kommen die meisten Handwerksbetriebe aus dem Umland oder sogar noch viel, viel weiter her. Und darunter leiden wir. Darunter leiden Münchner unglaublich. Wenn die
irgendein Problem haben zu Hause oder eine Dienstleistung brauchen oder etwas, dann es ist schier unmöglich, dass man da ad hoc jemanden bekommt. Man hat da Wartezeiten von Monaten, von einem halben Jahr. Und das zeigt doch, dass wir eine Fehlentwicklung haben, dass wir eine dysfunktionale Gesellschaft haben und dass wir da gegensteuern müssen. Und da finde ich die Vorschläge vom Jens schon richtig, dass wir die Jugend anpacken müssen und dass wir es besser organisieren müssen. Weil das Handwerk kann es, glaube ich, nur in der Gemeinschaftsleistung dagegen steuern. Also vom Handwerk gemeinsam oder von den Genossenschaften gemeinsam betriebenen, wo man eben Freizeit und Beruf miteinander verbinden kann, finde die Idee eigentlich ganz gut. Vielen Dank. Gibt es Fragen auch von unseren Gästen an die zwei Experten? Bisher lese ich noch keine. Dann stelle ich noch eine Frage dazwischen. Jens, du bist ja auch in einer Metropolregion in Nähe von Köln, Leverkusen und so, die man zumindest für den Fußballbegeisterten ja bekannt sein dürften. Zumindest in Bayern ist Leverkusen mittlerweile auch ein Begriff. Wie sieht es dort eben aus in Bezug auf Möglichkeiten, Wohnraum wieder bezahlbar zu machen? Welche Möglichkeiten gibt es dort? Kann man da das Handwerk mit bezahlbarem Wohnraum verknüpfen, dass man etwas ältere Wohnungen eben hauptsächlich an Handwerker vermietet, die es wieder selber herrichten können. Auch das wäre ja eine Möglichkeit, die selber isolieren können, um auch dem Handwerk wieder einen Vorteil zu bieten und auf der anderen Seite ältere Wohnungen aufzupeppen. Also ich halte dieses Thema der Selbstrenovierung immer für sehr schwierig. Das kann ich machen, wenn ich eine alte Immobilie selber kaufe und die dann wieder herrichte. Im Mietbereich ist das sehr schwierig, weil jeder eine völlig eigene Idee hat, was ist gut und was ist nicht gut. Davon abgesehen, dass dann wieder ein Punkt also Einbau in ein Nicht-Eigentumsobjekt ist immer ein ganz schwieriges Thema. Das hat auch was mit der Kostenübernahme zu tun. Also das halte ich für ganz schwer. Ich glaube auch, dass das nicht zielführend wäre. Ich halte es für viel zielführender, und da sind auch dann die Stadtverwaltungen wieder angesprochen. Was wir machen müssen, ist im Grunde genommen das Baurecht mal wieder ein bisschen entschlanken. Du hast vorhin mal davon gesprochen, dass heute in Küchen 18 Steckdosen sein müssen, also rein planerisch 18 Steckdosen sein müssen. In Schlafzimmern sind es, glaube ich, 12. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, weil ich das für solchen Irrsinn halte. Ja, und dieses ganze Baurecht ist so dermaßen überfrachtet. Das geht schon dahin. Ich möchte ein Beispiel nennen hier aus der Region. Es gibt hier eine sehr, sehr große Siedlung, die ist in den 60er Jahren gebaut worden als Sozialsiedlung. Das sind alles dreigeschossige Gebäude, Satteldach, haben keinen Aufzug. Und da scheitert ein Aufstocken dieser Häuser scheitert nicht etwa daran, dass die Gebäude das von der Statik nicht können, sondern es scheitert daran, dass man keinen Fahrstuhl hat. Weil dieses Gebäude über 3 Stock muss einen Fahrstuhl haben. Sonst ist es baurechtlich nicht zulassungsfähig. Also zumindest hier. Ich weiß nicht, wie das in München ist, aber bei uns ist das so. Das ist ja alles Landesrecht. Und dann kommt noch dazu, man könnte natürlich einen Treppen- und Aufzugturm außen dran setzen. Das geht dann wieder nicht wegen den Baugrenzen. Und das behindert eigentlich ganz stark dieses, Wohnraumverdichten im Sinne von, wir stocken auf etwas auf, wo sowieso schon was ist. Und zu 60% können die Bestandsgebäude heute
in Massivbauweise eine Etage mehr aufnehmen. Die Statiken sind entsprechend sicher gerechnet. Wenn man jetzt zum Beispiel einen leichten Holzbau nehmen würde, könnten auch zwei Etagen drauf. Also man könnte aus einem dreigeschossigen Gebäude ruhig ein fünfgeschossiges machen. Ja, und das kann man dann auch noch schön gestalten mit Staffelgeschossen, wie auch immer. Sollte die Statik das nicht hergehen, kann man auch mit einem Außenskelett arbeiten, was dann hinterher wieder in der Dämmung verschwindet, wo man dann im Grunde die Statiken oder die Lasten nach unten ableitet. Und wir haben vorhin die Verteuerung der Baustoffe gehört. Verteuerung von Baustoffen bezieht sich grundsätzlich auf Baustoffe, die hoch emissionär sind, also sprich Beton, Stein und so weiter, Stahl etc. Alle Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, und ich sage ganz besonders betont alle, es ist völlig egal, ob es Holzfaser, ob es Holz selber oder Hanf, was weiß ich was ist, sind preisneutral geblieben. Die kosten heute noch fast identisch das Gleiche, wie sie vor 5 Jahren gekostet haben. Das Holz hat mal so einen wahnsinnigen Höhenflug gehabt, also Konstruktionsvollholz hat vor 3 Jahren mal so einen Wahnsinnspreis von 1200 Euro im Kubikmeter aufgerufen. Vorher waren wir bei 435, jetzt sind wir bei 395. Ja, also Holz ist tatsächlich billiger als vor der Corona-Pandemie. Und bei den ganzen nachwachsenden Rohstoffen wie Dämmstoffen und so weiter ist zum Beispiel so, dass die Preise völlig neutral geblieben sind. Wir können heute über eine Strohbauplatte einen günstigeren Akustik-Innenausbau machen als über eine Gipskartonplatte. Ja, weil das alles andere ist hochemissionär und hochenergieträchtig vor allem, braucht also viel Energie, um überproduziert zu werden. Und ich glaube, dass das eher der Weg ist, Wohnraum wieder bezahlbar zu machen, weil man eigentlich man muss keine Gründungen mehr schaffen, also keine Fundamente schaffen, man hat ja schon Gebäude. Ja, man muss die Bauplanung entschlanken, das Baurecht entschlanken, so ist es richtig, und dann auch mal kreativ an solche Lösungen drangehen. Und man kann in Modulbauweise solche Dinge vorfertigen, das heißt, die Bauphasen, die Bauzeiten sind deutlich kürzer, als man zum Beispiel Massivhausbau braucht. Und dadurch könnte man Preise senken und natürlich auch über die Anspruchskataloge. Die Anspruchskataloge sind mittlerweile so wahnsinnig, ja, dass man eigentlich da ansetzen muss. Und dann wird es auch billiger. Dann kann man Wohnraum schaffen, der bezahlbar wird, aber er muss auch losgekoppelt sein von Investoren. Also ich möchte noch ein kleines Beispiel bringen. Ich habe 2021 an einem Gebäude mitgearbeitet. Da haben wir im Landkreis Freising in Langenbach genau genommen, haben wir einen Seniorenwohnpark gebaut für betreutes und barrierefreies Wohnen. Das war ein Betonkern mit einem Holzstaffelgeschoss und das Gebäude ist 2022 fertig geworden und steht seitdem leer. Warum? 9.000 Euro den Quadratmeter Wohnfläche. Bei einer Wohnung von da gibt es eine Wohnung, die hat 120 Quadratmeter, die soll 1,3 Millionen kosten. Und da frage ich mich ehrlich gesagt, ja, das mag Speckgürtel München sein, aber die Investoren sind in meinen Augen auch absolute Ausbeuter. Und das Ding steht leer. Es wird nicht verkauft. Es verkauft sich keine einzige Wohnung, weil es einfach zu teuer ist. Aber man geht vom Preis nicht runter, weil man ja ein wunderbares Abschreibenmodell hat. Also von daher auch da der nächste Ansatz. Danke, Jens. Tobias hat darauf sicher das eine oder andere zu sagen. Nein, ich hätte mich jetzt an die Beantwortung von 2 Fragen gemacht. Ah, und zwar, die im Chat stehen. Ja, genau. Ja, okay, gut. Und zwar die eine geht nach Hessen, die eine Antwort, die Frage Wohnungssuffizienzwirtschaft. Warum man denn nicht kleiner baut und warum man groß baut, weil es möglicherweise lukrativer ist. Da muss ich klipp und klar als Kommunalpolitiker sagen, die Planungshoheit liegt bei der Gemeinde. Die Gemeinde kann einen Bebauungsplan erlassen und da ist sie ziemlich frei zu entscheiden, was da hin soll. Soll da ein Studentenwohnheim hin, ein Azubi-Wohnheim hin, soll da soziales Wohnen hin, welche Baukubaturen dürfen da gebaut werden? Da hat man unglaubliche Freiheiten als Gemeinde. Das ist eine Freiheit, die man in den wenigsten Ländern überhaupt so hat und so kennt. Aber wir haben sie und wir sollten sie halt nutzen. Und das passiert leider nicht. Die Gemeinderäte lassen sich bequatschen von Großinvestoren, die dann
dafür sorgen, dass ein Flächennutzungsplan kommt über ein ehemaliges Industriegebiet, ein Bahngebiet, eine landwirtschaftliche Fläche. Das wird überplant. Da sind wirklich, da springen Gewinne raus. Das ist unvorstellbar, wenn man plötzlich einen Flächennutzungsplan ändert und einen Bebauungsplan drüber legt. Und treibende Kraft, gerade bei diesen vorhabensbezogenen Bebauungsplänen, sind diejenigen, die bauen wollen, die Investoren. Und die Gemeinden lassen sich da vorführen. Und da muss die Politik anders wirken. Die muss unabhängig werden von Lobbyisten, von Investoren. Die darf sich nicht da beeindrucken lassen. Und sie muss wirklich auf das Gemeinwohl achten und dementsprechend planen. Eine Einschränkung habe ich natürlich dort, wo ich keine Bebauungspläne habe. Also gerade in großen Städten liegt nicht über jeder Fläche ein Bebauungsplan, sondern da wird oft nach Paragraph 34 gebaut. Das bedeutet vereinfacht gesagt, man darf bauen, wenn man sich an der Nachbarbebauung orientiert. Und leider ist es so, dass in dem Straßenzug meist ein negativer Bezugsfall ist. Also da hat man irgendwann mal was durchgehen lassen, eine andere Kubatur reinlegen lassen und die Baulinie verändert. Und dieser negative Bezugsfall, den kann man als Investor dann meist heranziehen und das durchsetzen, was man will. Also in so einem Gebiet ist es nicht ganz so einfach. Aber auch da hat die Gemeinde die Möglichkeit, über ein bereits bebautes Gebiet einen Bebauungsplan zu erlassen. Sie darf das, was da steht, nicht einschränken und nicht nutzbar machen, sonst wären wir gleich in der Enteignung. Aber weitere Auswüchse könnte eine Gemeinde einfach verhindern. Wenn ich da noch nachfragen darf zur Bauplanung, die ich wirklich auch für einen zentralen Anknüpfungspunkt sehe. Warum wird das ökologische Bauen, das Bauen mit Holz, das Dämmen mit Holz oder mit Hanf nicht viel mehr von den Kommunen gefördert und auch in der Bauleitplanung und in den Bebauungsplänen festgeschrieben? Warum wird am althergebrachten Standard mit immer mehr, immer größer festgehalten? Also ich kenne es halt aus München, da dominieren seit Jahrzehnten die Sozialdemokraten und die kümmern sich vermeintlich immer um den kleinen Mann oder die kleine Frau, die mit dem dünnen Geldbeutel, und sie wollen billig wohnen. Und da bräuchte es einfach mehr Menschen wie den Jens, die Alternativen aufzeigen, wie man ökologisch günstig bauen kann und eben die Zahlen parat haben, dass die natürlichen Baustoffe eben nicht solche Preissprünge hingelegt haben wie andere. Und über die lange Zeit gesehen wird es sowieso günstiger, wenn man modern und nachhaltig baut. Aber da braucht es einfach viel, viel mehr Aufklärungsarbeit. Und ich glaube, dass einfach noch viel zu viele Unternehmen und Architekten und vor allen Dingen auch Politiker einfach alten Gedanken verhaftet sind. Es gäbe, um das anzusprechen, was du gemeint hast, es gäbe natürlich die Möglichkeit für eine Gemeinde im Bebauungsplan was vorzuschreiben, einen ökologischen Kriterienkatalog zu erlassen. München hat es zum Beispiel. Wir haben in München durchgesetzt als ÖDP in einem Antrag, dass auf allen städtischen und städtisch überplanten Bauten jetzt Holz zum Einsatz kommen muss. Also natürlich nicht nur, aber immerhin eine Hybridbauweise ist Vorschrift. Und das kann man machen. Man kann auch die Dämmmaterialien vorschreiben, die man fördert. Also zum Beispiel, dass man sagt, wie dämme ich, verzichte ich auf der ölbasierte Dämmstoffe und so weiter. Das geht. Aber leider ist die Politik einfach viel zu zaghaft. Also und darf ich mit der nächsten Antwort weitermachen oder hast du noch was? Ja. Also im Prinzip, die Problematik in der Politik beginnt wirklich auf kommunaler Ebene und zieht sich hoch bis ganz oben hin. Jetzt gerne die zweite Frage. Die zweite Frage ging in die Richtung, warum auf Landkreisebene so unterschiedlich umgegangen wird mit Arbeitserlaubnissen, also zum Beispiel bei Asylbewerbern, warum die einen dürfen und die anderen in einem anderen Landkreis darf man keine Arbeit aufnehmen und so weiter. Das ist tatsächlich so. Das ist auch meine Beobachtung und das zeigt doch auch,
dass wir zwar in einem Rechtsstaat sind, aber das Recht doch sehr unterschiedlich ausgelegt wird, je nachdem, in welchem Landkreis man sich bewegt. Ich würde immer vorschlagen, wenn man ein Problem hat und einer Person helfen will, einer Person, die zum Beispiel einen unklaren Aufenthaltsstatus hat, obwohl sie integriert ist im Arbeitsmarkt, eine Person, die auf dem Arbeitsmarkt dringend gebraucht wird und willig ist, was zu tun und für die man sich einsetzen will, weil man sagt, es gibt auch eben, das ist ein beispielhaftes Verhalten und da möchte man hingehen. Sich immer einen Politiker an die Hand nehmen, einen Gemeinderat, einen Stadtrat, dem das vortragen und der kann in der Regel auf die Verwaltung zugehen und sich erstmal den Sachverhalt schildern lassen. Und mehr muss man als Politiker schon gar nicht machen, als sich von der Verwaltung den Sachverhalt schildern lassen. Dann fängt die Verwaltung in der Regel das Denken an und meistens geht es dann positiv aus. Unmittelbaren Einfluss als Politiker hat man natürlich nicht auf eine Verwaltung. Man kann nicht sagen, ihr macht das jetzt so oder so. Das geht nicht. Wir sind ein Rechtsstaat und man darf keinen Einfluss nehmen. Aber es reicht allein, wenn man sich am Sachverhalt mal darlegen lässt. Das reicht in der Regel, um etwas für Einzelpersonen bewegen zu können. Danke. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Entweder sind jetzt alle so erschlagen von den ganzen Informationen, die doch sehr breit waren. Oder es traut sich niemand? Nein. Also ich würde hier auf die Frage von der Larissa Logic, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, mal ganz kurz eingehen auf die kleinen Autos, die kleine Wohnung. Das ist die Frage etwas weiter oben. Ja, das ist natürlich so, dass man, und da ist eigentlich wieder das Problem der Investoren. Natürlich will man möglichst teuer den Wohnraum vermieten oder verkaufen. Und eigentlich ist das völlig konträr zu unserem heutigen Wohnungsbedarf, weil wir haben immer mehr Single-Haushalte, wir haben kleine Familien. Die Leute sollen flexibel und also auf ihre Lebenssituation reagieren können. Da ist eigentlich die große Wohnung völlig unsinnig. Ja, und ich plädiere schon seit Jahren dafür, diese Großwohnungen, wie man die auch häufig noch in Hochhäusern hat und so weiter, doch mal sinnvoll zu trennen, also zu teilen. Das ist relativ oft möglich, wenn man ein bisschen geschickter Architekt ist, mit vernünftigen Grundrissen sowas zu machen. Ja, und man kann das auch so machen, dass es halt nochmal rückbaubar ist. Also da gibt es 1000 Möglichkeiten im Grunde genommen. Das wäre mit Sicherheit auch ein politischer, also ein Weg, den man politisch mal anschieben muss, dass man mal wieder genauer analysiert, was haben wir eigentlich für einen Wohnraumbedarf und was ist eigentlich im Bestand? Gut. Wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr kommen, würde ich zum Abschluss nochmal euch beide fragen. Seht ihr eine realistische Lösung der Wohnungsnot für die Zukunft, ohne dass großflächig Fläche versiegelt wird? Wenn Jens anfängt. Ja, ich habe das vorhin ja schon angedeutet. Also wir haben so unglaublich viele Gebäude, wo man sehr, sehr einfach, ich sag mal, nochmal überbauen könnte oder drauf bauen könnte. Das wäre zum Beispiel Punkt 1. Ja, dass man wirklich mal genau hinguckt, wo haben wir Siedlungen, wo haben wir die Möglichkeiten aufzustocken, wo haben wir die Möglichkeiten, Wohnraum zu schaffen, ohne wiederum Flächen zu versiegeln. Und dann gibt es natürlich noch den Punkt, wo sind denn schon Flächen versiegelt, aus welcher Unsinnigkeit heraus auch immer, und wo kann ich denn da nochmal draufbauen? Und da gibt es ja mittlerweile auch gute Konzepte, die kenne ich zum Beispiel jetzt aus Frankreich, gute Konzepte, wo zum Beispiel große Parkplatzflächen, ich habe heute ein Sprachproblem, Parkplatzflächen überbaut werden und da wird dann halt Wohnraum drauf geschaffen. Ich habe wirklich ein Sprachproblem heute.
dass man halt wirklich hinschaut, auch wo ist denn versiegelt? Wo kann man Flächen, die versiegelt sind, überbauen, sinnvoll überbauen? Wie kann man da vielleicht dann auch wieder für die vermeintliche Entsiegelung wieder mit Gründach arbeiten oder mit multifunktionalen Dächern und so weiter? Das ist, glaube ich, mit der erste Weg, bevor man überhaupt irgendwo wieder den Bagger ansetzt und wieder mal eine Erdkrume aufreißt. Das ist, glaube ich, der allererste Weg. Und das ist Ich möchte mich hier vielleicht noch ganz kurz den Nachsatz. Man redet in den Kommunen immer von Wohnraumverdichtung. Aber Wohnraumverdichtung wird in den meisten Kommunen tatsächlich nur so gesehen, dass man noch ein Haus dazwischen pflanzt, wo schon zwei Häuser stehen und man die letzte Fläche auch noch nutzt. Passiert hier in der Umgebung ständig. Wohnraumverdichtung kann aber auch bedeuten, dass man Bestand verändert, Bestand erhöht, was auch immer. Oder auch Gewerbebauten. Warum? Das sind ja auch wieder so viele Regelungen. Warum kann man aus Gewerbegebieten nicht rückabwickelnd ein Mischgebiet machen? Das ist ja auch alles unglaublich schwierig. Ja, also und geht über Jahre. Auch da wieder Entschlankung der Verwaltung, Entschlankung der Bauregeln, des Baurechts. Und ja, da ist der Ansatz für meine Begriffe. Veränderung von Bebauungsplänen, da sind wir dann gleich wieder bei Tobias und der kann uns sicher sagen, wie schwierig in der Verwaltung genau sowas ist, bevor wir dann zur Frage aus dem Chat kommen. Ja, zunächst möchte ich mich dem anschließen, den ganzen Gedanken, die der Jens geäußert hat. Und wir als Politik müssen es aber Meinung nach wirklich in die Hand nehmen und die Verwaltung auch dazu drängen, etwas zu tun. Der Markt allein regelt es nicht. Das haben wir aus den letzten Jahren gelernt. Wir hatten viele, viele Jahre eine Niedrigzinsphase, die die Bodenpreise absolut in den Himmel geschossen hat, die es immer teurer gemacht hat, das Bauen. Wegen den Grundpreisen, die Quadratmeterpreise sind gestiegen, die Handwerker waren nicht verfügbar, die Baumaterialien sind teuer geworden. Also unglaublich schädlich, wenn es darum ging, günstigen Wohnraum zu schaffen. So, und jetzt hat sich das gedreht in eine Hochzinsphase und was erkennen wir? Es ist auch nicht besser. Wir haben unglaublich viele Projekte, die stillstehen, die nicht fortgeführt sind, wo sich die verkalkuliert wurde. Die Mieten schießen hoch, weil noch weniger Wohnraum zur Verfügung steht. Und wir merken, weder die Hochzinsphase noch die Niedrigzinsphase hat im Endeffekt dazu geführt, dass es zu einer Entspannung kam. Im Gegenteil, der Markt hat jeweils so reagiert, dass gerade diejenigen, die auf Miete angewiesen sind, unter Druck geraten sind. Folglich weg von dem Glauben an den Markt hin wirklich zu dem Thema Verantwortung als Politik übernehmen und Bebauungspläne entsprechend so gestalten, dass vernünftiger Wohnraum entsteht, zum Beispiel eben Verdichtung im Bestand, Umnutzung im Bestand, ökologischer Kriterienkatalog und Wohnungsgrößen auch beeinflussen. Dann kommen wir zur Frage aus dem Chat, die ich gerne ergänzen wollte. Die Frage lautet: Umwandlung von leerstehenden Bürogebäuden in Wohnungen. In Hamburg habe ich gesehen, dort soll ein Parkhaus in eine Wohnanlage umgebaut werden. In Kempten ist ein altes Weberareal zu einem Wohnquartier umgebaut worden. Also es geht, wenn man will, aber auch hier steht vermutlich die Bebauungspläne und Vorschriften, was Jens hier angedeutet hat, dem Ganzen im Wege. Aber hier könnte ja Wohnraum geschaffen werden, ohne zusätzliche Flächen zu versiegeln. Aber in Bayern kennen wir das ja, man baut lieber auf bestem Ackerland eine neue Akkufabrik, statt in der Nähe eine Industriebrache zu nutzen. Warum ist auf der grünen Wiese zu planen lukrativer als im Bestand irgendetwas umzubauen und herzurichten? Tobias.
Ja, ich glaube, das ist jetzt ein Thema, das nicht flächendeckend zutrifft. Überall dort, wo es schon eng ist, nutzt man um, weil man kaum mehr eine andere Chance hat. Also da hat man die Kasernengelände schon umgenutzt, die alten Bahngelände und viele Industriegelände. Aber in der Fläche stimmt natürlich das. Man geht auf die Wiese raus, statt im Dorfkern etwas zu verändern. Und ich denke es einfach so, die Gewinne sind größer. Wenn ich aus einer landwirtschaftlichen Fläche eine Wohnfläche, eine Gewerbefläche mache, dann ist da, steckt da ganz anders Musik drin, als wenn ich ein Gebiet, das bereits ausgewiesen ist als Industriegebiet, Gewerbegebiet, dort etwas umbaue. Da habe ich mit wesentlich mehr Planungsschwierigkeiten zu rechnen. Die Aufwertungsspanne ist viel, viel geringer und ich habe unter Umständen noch Konflikte in der Nachbarschaft. Ich habe unter Umständen noch die Altlastenthematik, also richtige Risiken, die da einfach bestehen für jeden Investor. Habe ich eine Kriegsaltlastenfläche mit Munition, sind es PFOA-Belastungen und Ähnlichem. Und drum ist das Risiko auf der grünen Wiese viel, viel geringer und die Gewinnspanne viel, viel höher. Aber auch da muss ich sagen, das ist Frage der Politik. Es muss nicht sein. Man kann als Gemeinderat Flächennutzungspläne und Bebauungspläne so gestalten, wie man es vorhat. Und da muss halt der Dorfkern einfach vorgezogen werden, als die grüne Wiese außen vor. Liegt in unserer Hand. Also es ist eine politische Aufgabe. Danke, Jens. Also ich sehe das sehr ähnlich wie Tobias, möchte es aber trotzdem noch ergänzen, weil zu jedem guten Bebauungsplan und zu jeder guten Umnutzung eines Gebäudes gehört ein sehr kreativer Architekt oder ein sehr kreatives Bauplanungsbüro, wie auch immer man es jetzt nennen will. Und ohne jetzt den Berufsstand Architekten irgendwie in die Kniekehle treten zu wollen, aber wir haben unfassbar viele Planungsbüros, aber davon haben wir auch leider, und das kann ich mit Sicherheit aus 30 Jahren Erfahrung auch so sagen und sage das auch, wir haben auch sehr, sehr viele Stümper. Sehr, sehr viele Stümper. Und Unkreative. Und Leute, die eigentlich überhaupt nicht wissen, welche Produkte auf dem Markt sind. Ja, und womit man eigentlich auch arbeiten kann. Und dazu kommt natürlich auch da, und das kreide ich jetzt dem Architektengewerk überhaupt nicht an. Das ist einfach der normale Gang. Das ist bei Ärzten nicht anders. Auch da werden Fortbildungen sehr, sehr oft aus der Industrie herausgesteuert. Da werden sehr, sehr oft die Produkte aus der Industrie propagiert und natürlich auch mit den entsprechenden Leitlinien versehen. Ich sage immer, bauen im System. Ja, man darf nicht rechts und links abweichen, weil dann sofort die Gewährleistung des Herstellers quasi erlischt. Und das sind alles Sachen, wo man wirklich auch dran gehen muss. Ganz speziell auf diese Frage Bürohäuser in Wohnungen. Da braucht es, wie gesagt, eine gewisse Kreativität, weil die Bürogebäude haben einen völlig anderen Anspruchskatalog als zum Beispiel ein Wohngebäude. Das fängt beim Schallschutz an. Aber auch da kann man, wenn man sich auf dem Markt auskennt und kreativ ist, absolut geniale Lösungen einbauen. Auch wieder mit Naturbaustoffen. Also da kenne ich mich ja doch bestens mit aus. Aber dafür muss man einfach Lösungen parat haben. Und diese Lösungen parat haben, das ist eigentlich auch ein Problem in dieser Branche. Weil viele sind per Studium schon sehr lastig, nennen wir es mal so. Ich kenne das aus meinem eigenen Studium der Holztechnik. Also wir haben Maschinen gestellt bekommen, wir haben Materialien bestellt bekommen und die ersten 3 Jahre meiner Selbstständigkeit habe ich mit diesen Maschinen und mit diesen Produkten gearbeitet, weil die kannte ich, da wusste ich, wie sie funktionieren. Später kam dann erst der breite Blickwinkel, was kann ich denn noch als Alternativen verwenden? Und dieser Blickwinkel ist, glaube ich, vielen verbaut, weil sie immer wieder von der Industrie auch indoktriniert werden. Man nennt es auch landläufig Lobbyarbeit. Und das ist, glaube ich, auch eines der Kernprobleme. Darf ich das noch ergänzen? Ich erlebe ja Architekten ganz häufig von der anderen Seite, von der politischen Seite, bin sehr häufig in Architektenwettbewerben. Das heißt, die
Stadt München überplant ein Areal oder auch große Firmen überplanen ein Areal, wollen ein neues Werk errichten, was auch immer, neues Studentenwohnheim. Und dann führen sie Architektenwettbewerbe durch. Und da gibt es eine Jury, die einerseits aus Politikern besetzt wird und andererseits aus Architekten. Und da erlebe ich genau das, Jens, was du beschrieben hast. Es fehlt häufig ein kreativer Ansatz bei den Büros. Und wenn dann mal ein Büro teilnimmt an einem Architektenwettbewerb, das anders denkt, das neu denkt, das sich was traut, dann wissen wir schon, das fällt garantiert durch. Oder es bekommt vielleicht einen Anerkennungspreis, weil man es nicht ganz abkanzeln will. Und da erlebe ich einfach, dass die Mehrheit von den Büros eben nicht über den Tellerrand hinaus denkt und nicht kreativ genug ist. Und ich erlebe vor allen Dingen auch, dass die Architekturbüros, die beim einen Wettbewerb dabei sind, als Teilnehmer einen Beitrag abliefern, dass die beim nächsten Architektenwettbewerb in der Jury sitzen und umgekehrt. Also, dass das oft eine abgeschlossene Kaste ist, die sich auch immer gegenseitig beurteilt. Und das führt natürlich dazu, dass neues Denken in der Regel ausscheidet oder ganz unterbleibt von Anfang an. Wünsche ich mir auch mehr Mut, beziehungsweise es ist dann häufig so, dass die Jury, die ist natürlich hälftig besetzt mit Politikern, die finden aber nicht zu einer Einheit, weil wir ja da Parteienvertreter haben, die vollkommen in unterschiedliche Richtungen denken und die sich nicht so schnell einig werden wie die Fachpreisrichter, also die Architektenseite, die relativ schnell immer weiß, dass sie das so will, wie man es sich heutzutage vorstellt in einer Stadt und eben nicht neu denkt. Aber hier wären wir ja wieder an dem Punkt, wo die Politik von sich aus schon bei der Ausschreibung neu denken könnte. Dazu bräuchte es eben mehr innovative, vorausschauende und zukunftsorientierte Politiker wie jene aus der ÖDP. Die ÖDP ist eine kleine Partei, aber eben zukunftsorientiert. Zukunftsorientiert scheint aber nicht unbedingt in der Gesellschaft weit verbreitet zu sein, denn sonst hätten wir garantiert mehr Stimmen. Gut, vielen Dank für eure Ausführungen, für eure Zeit. Ich fand es sehr spannend. Ich fand es einen ziemlich weitläufigen Exkurs durch die Thematik des Wohnen und Bauens und Besserwohnens, vor allem eben auch in Richtung Zukunftsorientierung. Ich danke euch, dass ihr teilgenommen habt. Ich danke unseren Gästen, dass sie dabei waren und die Fragen gestellt haben. Und jetzt wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend. Und Sie wissen alle, am 9. Juni ÖDP wählen, damit wir zusammen eine gute Zukunft haben. Danke. Herzlichen Dank, schönen Abend. Danke auch fürs Organisieren der Veranstaltung. Habe ich sehr genossen. Danke. Ja, von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören, fürs Teilnehmen. Vielen Dank an Helmut und Tobias. Helmut für die Organisation, dem Peter Knoll für die Organisation. Und Tobias, wir sollten uns mal ein Bierchen zusammensetzen. Einen schönen Abend euch allen. Ciao.